wie gut der Ton ist, weil es mal wieder windig ist. Wir hatten gerade das erste Mal Wolkengewitter auf dem Festland und ein paar Tropfen Regen. Und jetzt geht da hinten die Sonne unter. Und ich mache heute mal Aufnahmen mit einem ND-Filter. Und zwar mit ND, ich glaube mit 12 Stops, also ganz schön viel, möglichst lange. Was ihr aber auch seht, das Meer ist glatt wie ein Brett. Ja, und das ist ziemlich langweilig, aber das liegt am ablandigen Wind. So, der Wind ist fürchterlich, ich weiß das. Bitte entschuldigt, das wird auch jetzt keine große Sache hier. Ich gehe mal zur Kamera und gucke mir mal das letzte Bild an. Und ich sag euch, das sieht gut aus. Und was ich jetzt auch schon sehe, ich muss die Blende... Nein, das war jetzt ein Fehler. Ich muss die Blende etwas öffnen. Ja, jetzt habe ich wieder 30 Sekunden. Ich möchte aber länger belichten. Ja, ich zeige euch das mal kurz. Moment. Das sieht dann so aus. Blendet jetzt natürlich ein bisschen der Himmel. So, geht's vielleicht besser, wenn ich mich dahinter stelle. Ja, also, ich drücke einfach mal auf den Auslöser wieder, weil, ja, das ist das Problem, wenn man eben Videos machen möchte und gleichzeitig Bilder. Und ihr wisst ja, ich bevorzuge das Bilder machen. Das ist mir wichtiger als, als das Video. Belichtungskorrektur jetzt hier im Gegenlicht habe ich mal 0,7 plus genommen. Die Sonne wird aber jetzt schon ziemlich dunkel. Also ich habe eine ziemlich lange Belichtungszeit. Die Olympus, beziehungsweise die OM1, kann an dieser Stelle übrigens 60 Sekunden belichten. Also ohne, dass man jetzt irgendwas dazu tun muss. Und ich bin jetzt mal gespannt auf die nächste Aufnahme. Und dann gehe ich ein bisschen rüber, weil wir bekommen auch noch Ebbe. Und die Felsen, die da sind, die kommen immer mehr zum Vorschein. Ja, ich muss ein bisschen wandern. Ich nehme einfach meine Kamera. Im Übrigen mache ich noch eine Zeitrafferaufnahme mit der Osmo Action. So, sieht gut aus. Jetzt stellen wir wieder alles ein. Und ich hoffe, dass wir wirklich einen tollen roten Sonnenuntergang bekommen. Was ich übrigens machen muss, ist dahin. Ich muss fokussieren, weil ich natürlich durch den ND-Filter mit der Fokuslupe übrigens. Ach, Entschuldigung, ich rede und bin gar nicht im Bild, weil ich es verpeilt habe. So, ich mach mal die Blende ein bisschen auf. 50 Sekunden sind das jetzt. Wahrscheinlich muss ich gleich mit der ISO hochgehen. Ja, ich hoffe, das wird nach dieser Wolke, die da noch ist, keine Wolke mehr geben. Und sprich, die Wolken da über mir, die werden alle toll rot. Jo, Sonnenuntergang. Ich liebe es einfach. Es ist immer, ich sag jetzt mal, was fürs Herz, was fürs Gemüt, ne? Und jetzt bin ich gleich mal gespannt, wie das Bild wird. Natürlich kann man dann auch noch ein bisschen Gas geben, wenn man das Bild am Rechner bearbeitet. Ich weiß nicht, wie gut der Ton ist. Bitte entschuldigt das. Aber ich habe kein Lavalier-Mikrofon und keinen Anschluss dafür. Boah, wenn das so geil aussieht, wie ich das gerade sehe. Das wird geil. Das wird richtig geil. Ist jetzt schon toll. So, ich mache gleich nochmal ein Bild. Einfach Bilder machen. Das Beste wird dann rausgesucht. Und das versuche ich dann auch noch online zu stellen. Mal auf Instagram. Jetzt ist die Sonne gerade weg. Also hinter einer Wolke. Ich zeige euch das mal. So. Ja, das könnt ihr natürlich hier vergessen. Weil dafür ist das Objektiv natürlich zu viel Weitwinkel. Ja, ich warte mal auf das nächste Bild. Ich würde sagen, damit ich hier keinen Stress gleich kriege, Videofilm und so weiter, höre ich auf und ihr
Ja, ihr seht euch einfach gleich die Bilder an. Und das beste Bild, das gibt's dann am Ende. Ich hoffe, dass eins dabei ist. Ciao, tschüss, au revoir von der Ile d'Oléron hier am Atlantik Richtung Amerika kommt. Sonnenuntergang. Ciao.